Leute, heute zeige ich euch den 6er-Anschlag auf der Gitarre. Viel Spaß! In modernen Titeln kommt der 6er immer ein bisschen weniger vor, aber ganz viele Klassiker brauchen den noch, deswegen heute, auch ein paar haben es vielleicht eben erkannt von Metallica. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Yeah, am Ende gibt es noch einige Beispiele, wo ihr den 6er-Anschlag, 6er-Strumming benutzen könnt. Los geht's! Das erste Level ist, dass wir erstmal in 6 denken, wenn wir den Puls machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dabei machen wir 2 Akzente. Einen starken auf die 1 und einen starken, aber nicht ganz so stark, ich mache ihn mal so, auf die 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und ganz egal, wie ihr das jetzt macht, ob ihr das so mit der Daumenhaut macht, ob ihr einen Nagel nehmt, ob ihr einen Pleck nehmt, Wurst. Ihr könnt auch einen Stift nehmen, ja. Hauptsache ihr macht einen starken Akzent auf die 1 und einen leichten Akzent auf die 4, eine leichte Betonung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ungefähr. Das sollte das Feeling sein beim 6er-Anschlag. Das ist auch übrigens der Hauptunterschied zum 3er-Anschlag. Manche Leute fragen sich das. Was ist der Unterschied zwischen einem 3er und einem 6er? Und das ist er. Der 3er zählt 3, er hat eine Betonung auf der 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Der 6er hat eine starke Betonung und eine bisschen schwächere in der anderen Hälfte seiner Einheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und damit das auch so ein bisschen wie das Schlagzeug klingt, von dem dieser Groove auch so ein bisschen herrührt, machen wir jetzt bei Level 2 den Unterschied zwischen mehr den dunklen, tiefen Saiten und den hellen, dünneren Saiten. Ich nehme einen E-Moll-Akkord die ganze Zeit. Ich schlage die ganze Zeit runter und mache 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ja, außer bei der 4, da nehme ich... Bei 4 nehme ich möglichst viele Saiten, auch die hellen. Und bei allen anderen nehme ich eher die dunklen, wobei ich immer noch eine Betonung auf der 1 mache. Ich mache es mal ganz langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Yeah, das ist schon Hauptgroove. Klingt schon richtig gut. Da kann man schon ganz viele Lieder mit abbilden. Und jetzt sind wir schon bei Level 3 und jetzt kommen die einzelnen Finger ins Spiel. Wir probieren, auf einer tiefen Saite mit dem Daumen den ersten Ton zu zupfen und unser Zeige-, Mittel- und Ringfinger übernehmen den Rest. Das heißt, ich mache sowas wie 1, 2, 3, 4 und dann wieder zurück. 5, 6. Daumen, Zeige, Mittel, Ringfinger, Mittel, Zeige. Welche Saiten ist jetzt noch halbwegs egal. Der Daumen sollte eine von den dickeren nehmen, von den 3 dickeren. Und hier unten parken wir die sonst einmal Zeigefinger aber auf G-Seite, Mittelfinger auf B- oder H-Seite, Ringfinger auf der dünnen E-Seite. Ja, ich habe eben gesagt, es ist ein bisschen egal. Jetzt mache ich es so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann aber auch den Daumen auf einer anderen tieferen Saite spielen, da kommen wir gleich nochmal zu. Vor allen Dingen kann ich aber auch entscheiden, ob ich diese 3 Finger nicht auf den hohen 3 Saiten spielen will, die hellen 3, sondern vielleicht auf der D, G und B oder H Saite, sodass ich die dünne E Saite weglasse und diese 3 Finger auf die anderen mittleren Saiten sozusagen setze. Setze ich sie wieder auf die 3 höchsten Saiten. Und jetzt wieder auf die anderen 3 Saiten. Ja, ihr hört, es gibt einen kleinen Unterschied. Wenn ich hier in der linken Hand alles richtig abbilde über alle Saiten, kann ich hier in der rechten Hand auch ein bisschen
variieren. Jetzt noch die nächste kleine Feinheit. Es sind eigentlich zwei. Die erste ist, der Daumen sollte den Akkordgrundton spielen. Das heißt, der Ton, der theoretisch als Grundlage gedacht wird. Und das ist immer der, der den Namen trägt vom Akkord. Oder der Akkord trägt den Namen seines Grundtons. Ein E-Moll-Akkord, da sollte der Daumen das E spielen. Es muss nicht unbedingt sein, aber wir sind es meistens so gewöhnt, weil wir es oft so hören, dass der Grundton der tiefste Ton ist. Und hier also jetzt der Daumen. Ja, wenn ich zum Beispiel einen A-Moll-Akkord dann spiele, dann sollte mein Daumen irgendwo einen A-Ton erzeugen. Das ist zum Beispiel leere A-Seite, kommt das A her. Ja, wenn ich einen C-Dur-Akkord mache, eine C-Seite habe ich nicht, dann muss ich irgendwo gucken, wo der Ton C herkommt. In diesem Fall A-Seite, dritter Bund, da ist das C. Dann kann mein Daumen diese Seite zupfen und die restlichen Finger mache ich jetzt wieder auf den drei unteren Seiten. Ja, klingt schon richtig gut. Jetzt die Ultra-Profi-Feinheit noch. Wir nehmen auf dem ersten Ton, auf der Zählzeit 1, zum Daumen einen anderen Finger noch dazu. Und ich mache es mir jetzt mal für die Übersicht, mal gucken, wie es klingt. Ich nehme auf der 1, hoppala, auf der 1 den Daumen, Döwi-Daumen, und ich nehme jetzt mal den Ringfinger dazu, den ich immer auf der höchsten Seite spiele, die gleichzeitig, und meine restliche Bewegung bleibt gleich. Das heißt, ich habe hier Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, aber auf der 1 habe ich zwei Töne. Dann klingt es vielleicht noch ein bisschen voller. Gucken wir mal, ich mache mal den hier. Ich nehme wieder einen E-Moll-Akkord. Mein Ringfinger bleibt auf der dünnen E-Seite, mein Daumen ist jetzt auf der A-Seite, leere A-Seite. Und ja, so kann man ein Lied auch ein bisschen mehr anreichern. Man muss das nicht alles machen, aber man kann vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger machen. Wieder nur Daumen. Ja, das ist am Ende immer ein bisschen unser Ziel, immer nicht nur das Gleiche zu machen. Wir können aber erstmal ein Muster nehmen, das üben, bis es sich setzt. Ja, macht das ruhig irgendwie eine Woche, 10 Tage, bis ihr da ganz sicher seid, bis ihr nebenbei auch reden könnt und nicht hier durcheinander kommt in der rechten Hand. Darf auch einfach der Anschlag sein. Probiert es ganz in Ruhe, ganz gleichmäßig zu machen. Und jetzt kommen wir zu den Liedbeispielern, wo der Sechseranschlag noch vorkommt. Viel Spaß. We are the champions, my friend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I found a love for me. Darling, just dive. Natürlich er hier. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Das war's soweit vom Sechseranschlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt es gut benutzen. Checkt gerne meine anderen Videos auch aus, wo ich noch andere Strumming Patterns vorstelle, die euch auch sehr viel bringen werden. Wenn ihr bei irgendeinem Lied nicht genau wisst, welches von diesen Mustern ihr da verwenden könnt, von diesen Anschlägen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich versuche darauf zu antworten und euch zu sagen, nimm hier den Rockanschlag oder nimm den Sechseranschlag. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik.
hoffe, dir hat das Video gefallen. Du kannst es liken, lass ein Like da oder abonniere meinen Kanal. Du kannst ihn abonnieren. Abonnieren, Baby. Und solltest du Interesse haben an wunderbaren Kursen, wo Musik ganz einfach wird und auch noch Spaß macht. What? Und auch noch Spaß macht, dann melde dich gerne bei mir oder folge unten dem Link zu meiner Homepage. Dankeschön. Alles Gute.